Es ist wieder Donnerstag, das heißt, es ist Zeit für eine neue Podcast-Ausgabe unseres Sachsen-Anhalt-Podcasts. Und ich freue mich natürlich auf meine zweite Hälfte, auf die bessere Hälfte eigentlich, auf Stefan B. Westphal. Hallo Stefan! Oh, hallo Chris, das hast du aber wirklich sehr schön und lieb gesagt. Dankeschön. Aber gerne. Ich gebe unumwunden zu bei dem Thema heute, da bin ich raus. Das ist bei mir einfach viel zu lange her. Das ist eher dein Ressort. Ja, genau. Und deswegen dachte ich mir einfach, stelle ich dich mal hinten dran oder an zweiter Stelle und quatsche heute einfach mal selbst. Mit dem Vorsitzenden des Landesschülerrates von Sachsen-Anhalt, nämlich mit Felix Schopf. Genau, aber bevor der Felix hier ans Mikro kommt, würde ich gerne mal zurückblicken und nach vorn. Vorige Woche hatten wir das Thema Sport und Corona mit Henny und Henry vom SV Halle. Und hatten wir einige Reaktionen drauf, unter anderem auch eine Sprachnachricht an unsere WhatsApp-Nummer, die 0177 8453 766. Und zwar hat sich da der Robert gemeldet, gemeinsam mit seinem Sohn, den wir auch gleich noch mithören. Und der Robert hat ein interessantes Projekt gestartet, was Kindern auch in der Corona-Zeit hilft, sich ausreichend zu bewegen. Und da hören wir mal rein. Hallo Stefan, ich habe gerade eure Podcast gehört, in der du über den Sport in der Corona-Zeit sprichst. Mein Sohn Jakob hat das anscheinend auch mitgehört, so wie du hörst. Ich wollte dich nur informieren, wir haben, beziehungsweise ich und meine Frau, im letzten Jahr ein Projekt ins Leben gerufen, was wir Project Childhood nennen. Über das wir gemeinsam mit ganz vielen bundesweiten Bewegungsexperten Kindersport online anbieten, damit Kinder im Lockdown und auch danach die ja, erforderlichen Bewegungsempfehlungen tatsächlich auch erreichen. Für dich zur Info, vorm Lockdown hat das schon kaum ein Kind geschafft. Jetzt ist es natürlich noch schlimmer und da wollten wir einfach reagieren. Wir sind ein Netzwerk aus Lehrern, Therapeuten, Sportwissenschaftlern, alles, was irgendwie in der Branche zu finden ist. Und ja, falls du Interesse hast, können wir ja mal drüber sprechen. Würde ich mich sehr freuen. Besuch uns gerne mal auf der Webseite und ich würde mich über eine Meldung freuen. Bis dann. Ich müsste dir erstmal sagen, guck du mal auf die Webseite www.childfit.de. Für dich sind da bestimmt auch ein paar tolle Übungen drauf, damit du nicht so dick wirst wie ich. Ja, das mache ich dann. Die Zeit muss ich mir nehmen nach unserem Interview heute. Aber wen haben wir dann zu Gast? Also die Hotline ist natürlich weitergeschaltet, die 0177 8453 766. Dort können Sie uns WhatsApp-Nachrichten schicken, entweder schreiben oder auch per Sprachnachricht. Aber natürlich auch auf den ganzen anderen Kanälen, Instagram, Facebook und wo wir uns überall rumtreiben. Und wir sammeln auch jetzt schon, denn wir werden uns mit der Wahl beschäftigen in Sachsen-Anhalt, die ja in einigen Monaten ansteht im Juni. Und wenn Sie da irgendwelche Fragen oder Meinungen zu haben, dann auch gerne immer her damit. So Chris, jetzt bist du dran. Los geht's. Okay, ich freue mich auf das Interview heute. Und ja, ich hatte es gerade schon gesagt. Felix Schopf, Interview ab. Der Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt. Und ich freue mich, dass ich jetzt ihn am Mikrofon habe. Herzlich willkommen, Felix Schopf, dem Vorsitzenden des Landesschülerrates Sachsen-Anhalt. Herzlich willkommen, Felix. Hallo, danke, dass ich hier sein darf. Ja, Felix, wie würdest du das beurteilen? Ich meine, jetzt nach dem zweiten Lockdown, sage ich mal, oder nach der zweiten Homeschooling-Zeit so richtig, weigern sich ja immer noch viele Lehrer, vor die Kamera zu treten beim Homeschooling, weil sie immer noch denken, dass Schüler sie vielleicht aufnehmen könnten. Sind das für dich eigentlich noch Lehrer jetzt für die Zeit? Sind die noch angebracht oder sollten die eher ihren Job aufgeben? Ich glaube auf jeden Fall, dass es immer noch angebracht, diese Bedenken zu haben. So geht es uns als SchülerInnen, schafft natürlich auch. Man hat immer die Bedenken, ob Screenshots gemacht werden, ob daraus Memes oder Sonstiges erstellt wird. Etwas, was gegen einen verwendet wird, Audioaufschnitt und so. Ich glaube, das lässt leider oft die Bedenken noch da, aber man muss halt sich daran gewöhnen und gucken, wie kann man das lösen und wie kann man da vielleicht datensichere Optionen finden, um halt diesen digitalen Unterricht auch gut zu gestalten. Und dass beispielsweise es ein viel besserer Rahmen natürlich ist, wenn man alle sehen kann und dann auch den Lehrer sieht und dann auch ein bisschen wenigstens die Mimik und Gestik verfolgen kann, wenn es uns schon komplett fehlt gegenüber dem Präsenzunterricht. Und hast du sowas schon mitbekommen, dass das vereinzelt oder vielleicht auch vermehrt vorgefallen ist?
Also ich habe noch gar keinen Fall mitbekommen. Ich habe einige LehrerInnen, die beispielsweise bei mir im Unterricht auch mit Kamera an sind, viele natürlich ohne Kamera. Oft liegt es aber auch manchmal daran, dass die Kameras ausgeschaltet sind aufgrund der Brandweite, dass beispielsweise die Server von BigBlueButton, also von Moodle halt, die Kapazitäten nicht haben, beziehungsweise einfach zu Hause das Internet zu schwach ist, um halt auch ein Video parallel zur Online-Konferenz zu übertragen. Also, aber ansonsten wird es halt auch versucht, euch häufig zu machen, aber mehr seitens der LehrerInnen als der SchülerInnen. Und wenn du dann sowas ansprichst, gerade dass vielleicht auch die Netzbandbreite zu wenig ist, dass gar nicht mit Video sich dann unterschiedlich geschaltet werden kann, sage ich jetzt mal. Wenn du das dann an die Politiker weiterträgst, fühlt ihr euch gehört oder denkst du eher, ja, das prallt mehr oder weniger an ihn ab? Oh, das ist ein gutes Thema, was wir auch bei uns im Landesvorstand oft diskutieren, ob man nur angehört wird oder ob man gehört wird und das auch berücksichtigt wird, was sie sagen. Grundsätzlich wird es immer versucht, unsere Meinung einzufangen in den verschiedensten Themen. Und grundsätzlich ist es aber auch leider so uns oft aufgefallen, dass man halt wirklich nur angehört wurde und halt dann doch der politische Willen in dem Sinne oder die Entscheidung, die vorher schon gefallen ist, dann einfach weiterhin praktiziert wird und wird einfach nur, weil es halt vorgeschrieben ist und aus Rechtsgründen sozusagen einfach wir dann sozusagen angehört werden und dann halt dazu befragt werden. Hast du da ganz spontan ein Beispiel für uns? Oh, das ist schon länger her. Es war 2019, und, vielleicht erinnerst du dich noch dran, damals war ein ganz großes Thema im Landtag die Debatte zur Änderung der Oberstufenverordnung. Und da ging es ja darum, dass der Geschichtsleistungskurs sozusagen aufgehoben wird und verpflichtend wird, dass der Geschichtsgrundkurs sozusagen verpflichtend für alle SchülerInnen ist. Da haben wir und auch viele andere Verbände unser Veto eingelegt und wurde halt dazu angehört, aber es wurde trotzdem nur so praktiziert, wie sozusagen die Vorlage war damals und unser Wille oder unser Wunsch wurde gar nicht berücksichtigt, so hatte man das Gefühl gehabt und wir kämpfen bis heute dafür, dass das wieder geändert wird, aber da stößt man doch sehr oft auf taube Ohren einfach, leider. Also würdest du sagen, dass der, ich will mal sagen, der Landesschülerrat so eine Art zahlloser Tiger ist? Das kann man so sagen, aber ich würde es nicht so pauschalisieren. Wir haben immer die Möglichkeit, uns auch viel einzubringen. Jetzt beispielsweise zur anstehenden Landtagswahl in die Parteiprogramme und so uns mit einzubringen, unsere Meinung da einfließen zu lassen. Also man hat auf jeden Fall die Möglichkeit mitzuwirken. Inwiefern es umgesetzt wird oder umgesetzt werden kann, ist halt oft eine andere Sache und eine große Frage, die dahinter steht. Schauen wir mal auf die positive Zeit oder auf die positive Seite jetzt in letzter Zeit. Inwieweit hat denn Homeschooling gerade beim Thema Digitalisierung so den Schritt quasi gewappnet für Neues? Was hast du da so mitbekommen? Also grundsätzlich ist es super wichtig gewesen, dass dieses Homeschooling kam, dass man sozusagen gesehen hat, wie sind überhaupt die Kapazitäten bei uns im Land, um digitalen Unterricht zu gewährleisten, um die Lernplattform flexibel und funktionsfähig zu machen. Da gab es ja doch am Anfang oft viele Probleme und Fragen, ob es überhaupt funktioniert, ob Moodle so Standard ist. Man hatte natürlich dann anfangs Probleme. Mittlerweile werden es immer weniger vereinzelt an Schulen und so gibt es immer noch heute Probleme, aber das kann auch manchmal an den Schulservern beziehungsweise auch an der infrastrukturellen Gegebenheiten dort liegen. Grundsätzlich ist sozusagen das Homeschooling das A und O gewesen, sozusagen, um zu zeigen, wie weit hinten oder wie weit vorne eine Schule in Sache Digitalisierung ist. Und auf jeden Fall, wir in Sachsen haben noch sehr viel dazu machen, was vor allem in den ländlichen Raum geht, Richtung Harz, Richtung beispielsweise Salzwedel da oben, also der Altmark. Da sind so viele Probleme aufgetreten, aber auch natürlich in den Städten läuft auch nicht alles reibungslos. Da ist noch viel zu machen und muss noch viel ausgebaut werden. Aber das ist jetzt die Chance gewesen, zu sehen, wo die Probleme sind. Und diese Chance wurde jetzt definitiv genutzt? Zum Teil ja. Es gibt viele Schulen, die jetzt mit Hilfe der Medienkonzepte sozusagen versuchen, ihre Schulen digital auszustatten, versuchen dann sozusagen die Anträge zu stellen für die Glasfaseranschlüsse und alles und sozusagen auch die Lehrerfortbildung. Inwieweit es an jeder Schule einzeln praktiziert wird und das umgesetzt werden kann, ist natürlich immer noch fraglich und natürlich, wie es oft üblich ist, mit vielen Anträgen und so wirklich verbunden. Also das wird noch ein langer Weg, bis wirklich digitale Schule reibungslos funktioniert für SchülerInnen wie LehrerInnen. Und vielleicht zu diesem Thema Digitalisierung, vielleicht hast du auch da ein positives oder auch ein negatives Beispiel für uns. Kann ja sein, dass du schon von nächster Nähe was mitbekommen hast.
Also ich weiß, dass viele LehrerInnen und auch SchülerInnen viel flexibler geworden sind, wie der Unterricht sich gestaltet. Es gibt die verschiedensten und meine auch aus eigener Erfahrung viele gute Konzepte schon, wie man den Online-Unterricht gestalten kann. Wir haben Ethikunterricht, da haben wir sozusagen zum Anfang der Stunde machen wir kurz zusammen, denn im digitalen Rahmen zusammen Yoga ist für 2-3 Minuten. Wir haben sozusagen Unterricht, der gestaltet ist, wenn sozusagen der Block ist dann geteilt, dass wir dann 45 Minuten uns Aufgaben machen, sozusagen Aufgaben bekommen und dann die vergleichen. Also es gibt mega gute Konzepte, die da wirklich viel mit reinbringen können. Also es ist auf jeden Fall nicht nur Schlechtes in Zeiten der Digitalisierung jetzt oder in Zeiten von Homeschooling gekommen. Zwischen der ersten und der zweiten Welle verändert, was würdest du sagen? Der digitale Unterricht via den Videoplattformen, beispielsweise, wie ich vorhin schon erwähnte, der Big Blue Button oder andere Plattformen, ist auf jeden Fall viel intensiver geworden und viel besser ausgebaut worden als vorher. Vorher hat man natürlich oft nur Aufgaben bekommen, weil niemand wusste, wie geht's weiter, wie lange dauert es an. Und jetzt mittlerweile ist es doch eigentlich für mich Alltag geworden. Ich bin ab morgen wieder normal in Präsenz in der Schule und dann im Wechselmodell eine jede Woche. Und von daher ist es auf jeden Fall schon eine gute Sache. Aber ist denn sichergestellt worden, dass alle Schüler dann auch vollständig an diesem Homeschooling teilnehmen konnten, gerade bei den ärmeren Familien zum Beispiel? Es ist nicht sichergestellt worden. Ich möchte gar nicht wissen, wie hoch die Dunkelziffer eigentlich ist, wie viele Schüler innen hinten hängen geblieben sind. Ich weiß aus eigener Erfahrung wieder beispielsweise, dass einige SchülerInnen aus meiner Klasse, aus meiner Stufe, seit dem ersten Lockdown digital nicht erreichbar waren, nur Präsenz ab und zu in der Schule waren. Und ich glaube, das gibt's an sehr vielen Schulen, vielleicht sogar an allen Schulen irgendwo, SchülerInnen, die einfach nicht erreicht werden können. Dass da mehrere Kinder im Haushalt sind, die online beschult werden müssen, aber nur ein Computer da ist. Dass die kein Internet haben, dass das Handy zu alt ist. Es gibt so viele Gründe, warum das nicht funktioniert. Aber man weiß halt auch nicht, und das ist auch eine große Frage bei uns und auch natürlich in der Politik, wie kann man das verhindern, dass Schüler hinten hängen bleiben? Und bis dato ist halt noch keine Lösung gefunden, wie man das überhaupt bewältigen kann. Aber es ist auf jeden Fall nicht akzeptabel, dass dort einfach SchülerInnen sozusagen nicht mit inbegriffen werden in die ganze digitale Beschulung. Du sagst, Gründe gibt es viele, aber Lösungsansätze sind gleich null. Ja, genau. Es gibt ab und zu die Möglichkeiten, soweit habe ich es mitbekommen, oder wurde mir erzählt, dass die Schulen Laptops stellen könnten, aber das ist wieder das Problem mit der Versicherungsfrage, was ist, wenn es kaputt geht. Und bei vielen Sachen sind halt natürlich auch, wie du erwähnt hast, im finanziellen Aspekt, kann es sich die Familie überhaupt leisten, Drucker, Computer, Internet, alles so zu Hause zu haben. Viele leben vielleicht doch am Minimum und versuchen doch das Bestmögliche. Also es muss auf jeden Fall gewährleistet sein, dass Schülerinnen, die jetzt zu Hause nicht die Möglichkeit haben, beispielsweise in der Schule denn sozusagen Laptops bekommen oder dann zur Schule kommen können, um dort halt dann am Unterricht teilnehmen zu können. Natürlich ist dann wieder die Sache, ist es denn überhaupt möglich, dass die Schule denn von dort aus die SchülerInnen beschulen kann? Also das ist auch wieder die Frage, ob die Schule soweit ausgebaut ist dafür. Aber sollten nicht vom Land eine gewisse Anzahl an Laptops gestellt werden? Was hat sich da in letzter Zeit getan? Es wurde vom Land einiges gestellt, aber das ist schulintern zur Verfügung gestellt worden. Inwiefern das an SchülerInnen ausgegeben werden kann, kann ich nicht genau sagen. Grundsätzlich sind halt, wie gesagt, die Laptops ausgestellt worden und auch einiges an Geldern nochmal geflossen für die Digitalisierung und den Ausbau sozusagen der Schulen im Bereich jetzt der Digitalisierung. Aber grundsätzlich kann ich nicht ganz genau sagen, wie viel da überhaupt denn auch an SchülerInnen geht. Ist denn für dich grundsätzlich Arbeitsblätter verschicken, Homeschooling jetzt 2021? Es ist für mich Alltag. Das muss ich ehrlich dazu sagen. Ich habe auch kein Problem, ehrlich persönlich gesehen, ich habe da kein Problem mit, dass ich auch mal Aufgabenblätter bekomme und nicht den ganzen Tag vom Computer sitze. Da bin ich auch sehr dankbar drüber. Ich glaube, ich habe manchmal Tage gehabt, wo ich dann so 6 bis 10 Stunden am Computer sitze und dann nur Online-Unterricht hatte. Das ist auch sehr anstrengend, dass man über meine Abwechslung, dass man mal 90 Minuten an Arbeitsblättern arbeitet, auch sehr dankbar. Grundsätzlich, ich glaube, es gehört damit dazu, und es fördert auf jeden Fall auch die verschiedenen Lerntypen, die in der Schule dann existent sind. Aber grundsätzlich muss natürlich geguckt werden, wie kann man den Unterricht immer noch so gut gestalten, dass man trotzdem auch mit den Schülern interagieren kann. Würdest du sagen, man ist jetzt gut vorbereitet? Sollte eine Art dritte Welle kommen, ein nächster Homeschooling-Zeit? Ist das denn gewährleistet, dort dann auch einen reibungsloseren Ablauf sicherzustellen?
Ich glaube, das kommt ganz auf die Umstände drauf an. Es kann nicht immer hundertprozentig gewährleistet sein. Es wird immer Probleme geben, solange die Schulen nicht so weit ausgebaut sind. Und auch Programme können jeden Moment Probleme machen. Es könnte mal Bugs auftreten beispielsweise. Man ist auf jeden Fall gewappnet und weiß, wie man damit umgehen kann und wie man sozusagen das Bestmögliche erstmal aus dieser Zeitspanne rausholt, die hoffentlich so klein wie möglich natürlich ist. Aber grundsätzlich ist noch einiges zu tun, dass wir wirklich denn im Falle eines erneuten Lockdowns oder erneute Schulschließung sozusagen digital reibungslos beschulen können. Welche Rolle spielen denn Eltern im Homeschooling? Vor allem in den jüngeren Klassen, wenn man es die Grundschule sieht und jetzt auch die Klassen vielleicht so bis zur achten Klasse ungefähr. Ich glaube, da spielen Eltern eine tragende Rolle auf jeden Fall, die zwischen Arbeit und so versuchen, die Kinder zu animieren, im Unterricht teilzunehmen, die Aufgaben zu machen, zu lernen und auch versuchen, die Motivation nicht zu verlieren dort. Was mir auch jetzt beispielsweise in der Oberstufe mega schwerfällt, die Motivation fürs Lernen nicht zu verlieren, weil man einfach so monoton den ganzen Tag vom Computer sitzt, die Aufgaben bewältigt und dann wieder hin und her schickt und auf Rückmeldung wartet. Und ich glaube, die Eltern sind auf jeden Fall ein großer Punkt und ein wichtiger Punkt, wie gesagt, dass einfach dann sozusagen der Alltag halt ein bisschen anders gestaltet werden kann und dass einer noch zu Hause ein Auge drauf hat, wie geht es überhaupt dem Kind, wie geht es der SchülerIn, die beispielsweise denn die Aufgaben erledigen müssen, wo kann man helfen, wie weit können auch die Eltern helfen, das ist immer die Frage. Und ich glaube auch vor allem, denn für die Eltern ist das größte Problem sozusagen Homeoffice denn und Homeschooling unter einen Hut zu bekommen, uns auf die Kinder aufzupassen und sich um den Job zu kümmern. Und ich glaube, das wird leider auch zu wenig berücksichtigt, wie man da auch die Eltern entlasten kann. Würdest du sagen, dieses System, wie es jetzt gerade in diesen Corona-Zeiten war, könnte Zukunft haben, dass man ausschließlich von zu Hause lernt? Grundsätzlich nein. Ich glaube, der präsente Unterricht ist zuerst aber in den nächsten Jahren und erzählt natürlich immer noch wichtig und ich glaube nicht rauszudenken. Ich weiß nicht, wie es bei dir ist, aber bei mir ist beispielsweise so, ich genieße auf jeden Fall die sozialen Kontakte und mir fehlt es so sehr, dass ich meine Klasse nicht sehe. Und ich glaube, da geht's allen SchülerInnen im Land, auch bundesweit bestimmt genauso. Und es ist vielleicht denkbar, dass man in den nächsten Jahren darüber nachdenken kann, Projekte oder verschiedene Veranstaltungen auch digital einfach abzuhalten. Beispielsweise, wenn Vorträge gehalten werden müssen, jemand krank ist, dass er sich digital zuschalten kann. Das sind alles so Dinge, die, glaube ich, viel interessanter und wichtiger erstmal sind, als darüber nachzudenken, wie kann man Schule komplett digital gestalten. Weil die soziale Interaktion in der Schule ist, glaube ich, das A und O. Und das ist das, was Schule ausmacht, als sozialen Brennpunkt oder sozialen Mittelpunkt für uns. Und von daher würde ich sagen, dass Schule erstmal weiterhin immer auch noch in Präsenz ist, aber es vielleicht darüber nachgedacht werden muss, wie kann man Schule auch im Teil digital gestalten, in Form von Projekten und verschiedenen Veranstaltungen. Wie meinst du das jetzt? Also soziales Lernen, was würde uns da fehlen jetzt? Ich glaube, viele SchülerInnen auch profitieren einfach daraus, dass in der Arbeit, also vielleicht nicht gleich in den Klassenarbeiten, aber im Unterricht sozusagen in Zusammenarbeit sozusagen Themeninhalte und Themenkomplexe verstanden werden und beschult werden. Und man auch oftmals aus den Fragen anderer Mitschüler, die beispielsweise einem noch gar nicht so im Sinn gekommen sind, weil man das Thema noch nicht so weit verstanden hatte, dann sozusagen daraus profitiert. Und das ist halt im Online-Format viel schwieriger umzusetzen und zu verstehen. Wir haben natürlich auch per Instagram und per anderen Plattformen die Hörerinnen und Hörer gebeten, uns vielleicht einige Fragen zu schicken. Und Thomas, der ist Berufsschüler, der hat gefragt beispielsweise, welche Möglichkeiten haben denn Schüler in den nächsten Jahren Corona als außergewöhnliche Belastung geltend zu machen? Ich meine, der Unterrichtsausfall, der ist natürlich über verschiedene Schulformen und Altersstufen hinweg und der hinterlässt natürlich auch Spuren. Kann das passieren? Kann Corona als diese außergewöhnliche Belastung geltend gemacht werden? Unseres Erachtens als Schülerrat ist Corona auf jeden Fall eine außergewöhnliche Belastung für SchülerInnen und auch, was sich natürlich auch in der Prüfung widerspiegelt, ist abgesehen von den Absolventen, die jetzt in diesem Jahr beispielsweise die Abschlussprüfung schreiben, die letztes Jahr Abitur und andere Abschlussprüfungen geschrieben haben. Ich glaube, es ist für jeden eine Belastung. Es fängt von der ersten Klasse an, es zieht sich auch die nächsten Jahre noch weiter. Und es muss auf jeden Fall überlegt werden und viel mehr diskutiert werden, wie kann man überhaupt die nächsten kommenden Jahrgänge, die davon, glaube ich, noch viel mehr leiden als
beispielsweise, die jetzt auf den finalen Wegen sind. Ich möchte jetzt nicht irgendwie jemanden pauschalisieren und sagen, ja, die Absolventen der Abschlussklassen sind jetzt nicht so davon belastet. Jeder ist davon natürlich belastet. Aber grundsätzlich muss viel mehr und viel intensiver darüber diskutiert werden, wie können wir jetzt langfristig Konzepte und Lösungen finden, um halt die SchülerInnen und Absolventinnen denn in den nächsten Jahren sozusagen durch Corona zu unterstützen und zu stärken, dass es nicht heißt, ach, ihr wart ein Corona-Jahrgang, ihr habt doch eh nicht die gleiche Leistung wie die von 2015 beispielsweise, die SchülerInnen. Mit euch ist nicht so viel anzufangen wie mit denen. Und das muss auf jeden Fall verändert werden. Und das muss auch viel mehr in der Kultusministerkonferenz im Land und auch auf Bundesebene viel mehr diskutiert werden. Wie kann man dort SchülerInnen schützen in dem Sinne vor Benachteiligung? Und wie kann man die sozusagen einfach viel besser für die kommenden Jahre auch vorbereiten und sozusagen den Unterricht so gestalten? Im letzten Jahr, gerade 2020, 21, Ende des Schuljahres, waren ja Schuljahreswiederholungen, pauschale Schuljahreswiederholungen im Gespräch. Ist das so, hast du vielleicht das auch schon mitbekommen, ist das auch schon dieses Jahr im Gespräch? Es gibt einige Bundesländer, die es schon anbieten, die freiwillige Schuljahre wiederholen. Ich kann zurzeit gar nicht ganz genau sagen, ob es auch so ist, aber ich glaube, es wurde darüber nachgedacht, inwiefern es jetzt seitens Bildungsministeriums beschlossen wurde. Das kann ich noch nicht sagen. Grundsätzlich ist es auf jeden Fall empfehlenswert für SchülerInnen, die sich gefährdet fühlen, zu gucken, ob man vielleicht wiederholt. Ob es die optimale Lösung ist, muss man immer noch denn im Gespräch mit den Lehrkräften beispielsweise dann gucken und dann abwägen, wie das, was in einem vielleicht der Weg stehen kann und was nicht. Aber grundsätzlich ist es auf jeden Fall empfehlenswert, dass man diese Option wieder als SchülerInnen bekommt. Dario Schramm, Generalsekretär der Bundesschülerkonferenz, hat gesagt, ich glaube, dass Generation Corona eher ein Qualitätssiegel als ein negativer Stempel ist. Meine Mitschüler haben so viele Dinge in Windeseile lernen müssen, für die anderen normalerweise länger brauchen. Sie haben einen Turbo-Reifeprozess durchlaufen. Teilst du diese Meinung? Was Dario sagt, ist auf jeden Fall wahr. Man hat so viel zu lernen. Es ging da voran, es fing ja damit an im ersten Lockdown, wie konnte ich beispielsweise den Online-Unterricht überhaupt gestalten, wie muss ich mich da einbinden, wie kann ich da selbstständig arbeiten, und ich glaube, das sind halt so Sachen, die in der Schule manchmal gar nicht so vermittelt werden konnten, und das ist auf jeden Fall im Turbo-Reifeprozess geworden. In welcher Qualität und welcher Quantität der Unterricht sozusagen und der Lernprozess gestaltet worden ist, das kann man natürlich jetzt nicht direkt sagen. Aber es ist auf jeden Fall wichtig, dass wir viel mehr gelernt haben, dass das, wie gesagt, auch berücksichtigt wird. Grundsätzlich kann ich dem nur zustimmen. Ja. Jetzt geht es ja dann auch immer weiter an die verschiedenen Schulöffnungen. Welche Unterschiede macht denn die Politik bei den Öffnungen der Schulen? Also soweit ist es ja so geregelt, dass die Abschlussklassen ja von vornherein in die Schule gehen und präsent sind. Ich glaube, in geteilten Klassen, sofern ich jetzt meinen Informationsstand habe, und sozusagen die Grundschulen jetzt mittlerweile auch gehen dürfen, natürlich mit aufhängender Präsenzpflicht, also niemand ist gezwungen, in die Schule zu gehen, aufgrund jetzt von Risikofaktoren und anderen Sachen, die da reinspielen können, und jetzt sozusagen alle anderen Klassen im Wechselmodell, empfohlen ist das tägliche Wechselmodell, also dass immer tageweise dann sozusagen eine andere Gruppe da ist oder halt auch im Wochenwechsel denn. Und ich glaube, es ist auf jeden Fall erstmal auch eine gute Lösung, das so zu handhaben, inwiefern wir lockern können oder beispielsweise auch den normalen Regelbetrieb wieder einführen können, muss abgewartet werden, wie sich auch die ganzen Inzidenzzahlen entwickeln. Du bist ja jetzt auch Abschlussklasse, oder? Ich mache Abi im Jahr 2020, also 12. Klasse bin ich, und ich wiederhole, habe sozusagen ein Jahr länger gemacht aufgrund vom Schulwechsel. Ach so, sonst, weil ich wollte dich eigentlich fragen, ob du als jemand, der in der Oberstufe jetzt ist, ob du es eher so besser finden würdest, wenn die jüngeren Schüler dann zu Hause bleiben. Aber du gehörst ja dann eigentlich mit zu den Schülern, die zu Hause bleiben. Genau, würden. Genau. Aber grundsätzlich, ich weiß es von Mitgliedern im Landesschülerrat, die haben mir berichtet, es ist auf jeden Fall wichtig, dass alle beschult werden und niemand damit benachteiligt wird. Es muss natürlich trotzdem darauf aufgepasst werden, wie viele Schüler in der Schule sind und wie viel vermeintliche Kontakte dort entstehen können. Und da muss halt dann wirklich abgewogen werden, wie man das machen kann. Aber es dürfen auf jeden Fall nicht die jüngeren Schüler benachteiligt werden, nur damit die Prüfungen geschrieben werden können, beziehungsweise der Stoff da ist. Also es muss geguckt werden, dass auch alle eine faire Bildung bekommen in dem Sinne. Da vielleicht noch eine Frage, vielleicht sogar mit bitte um kurzer Antwort. Was würdest du denn sagen? Wie sieht denn die Schule der Zukunft aus? Und
Ja, wie würde dein Leben dann nach der Schule aussehen? Also die Schule der Zukunft, natürlich keine Utopie wieder, digital sehr vorangeschritten. Lehrer wie Schüler können vernünftig mit der Technik umgehen und wissen auch, wie man im Notfall digital arbeitet. Es gibt verschiedene Modelle und Projekte, die digital und präsent sozusagen abwechseln und sozusagen der Fokus viel partizipativer gestaltet wird. und sozusagen dann halt die Schule so gestaltet wird, wie wir alles wünschen und sozusagen ein guter und effektiver Raum wird. Das sagt der Landesvorsitzende oder der Vorsitzende, jetzt habe ich mir auch versprochen, siehst du, der Vorsitzende des Landesschülerrates von Sachsen-Anhalt, Felix Schopf. Felix, ich danke dir ganz herzlich für das Gespräch und wünsche dir alles Gute. Vielen Dank. Dankeschön. Und dir auch alles Gute. Sie hören den Sachsen-Anhalt-Podcast. Hörgeschichten für Sachsen-Anhalt.